Mecklenburg-Vorpommern zählt nicht ohne Grund zu den beliebtesten deutschen Urlaubszielen. Die beeindruckende norddeutsche Natur kann dabei auf verschiedene Weise entdeckt und erkundet werden. Yachtcharter Schulz bietet ganz unterschiedliche Reviere und Tourmöglichkeiten an. Hier in Neukalen zum Beispiel, direkt am Kummerower See, startet der Bootsurlauber zu einer eindrucksvollen Tour auf der Peene. Schon bevor man in die eigentliche Peene einfährt, zeigt sich der 31 Quadratkilometer große Kummerower See in all seiner Pracht. Er zählt zu den größten Seen des norddeutschen Tieflands. Das Panorama an Land bezeugt, dass diese Region zu Recht den Namen Mecklenburgische Schweiz trägt. Die Peene selbst entspringt dem Kummerower See in zwei Läufen als Ost- und Westpeene. Bei Malchin vereinen sich beide zum Peenekanal. Bevor dann dieser ursprünglichste Flusslauf Deutschlands entdeckt wird, bleibt aber noch Zeit für eine kleine Stärkung inmitten dieser wunderschönen Natur. Hier am Nordende des Kummerower Sees, beim Daguner Ortsteil Aalbude, beginnt die Entdeckungsfahrt. Gut gestärkt wird nun Europas größte zusammenhängende Niedermoorlandschaft erkundet. Genau diese bildet die Peene mit ihren Ausläufern. Der Name Peene stammt übrigens aus dem Slawischen und bedeutet der schaumige Fluss. Ganz entspannt geht es vorbei an Feldern, Hügeln und bunten Sommerwiesen. Das ruhige Fahren auf der Peene wusste man früher schon zu schätzen. Wegen ihrer relativ großen Querschnittsverhältnisse, des sehr geringen Gefälles und der damit kaum wahrnehmbaren Fließgeschwindigkeit war die Peene schon von alters her eine viel und gern genutzte Wasserstraße. Hin und wieder begegnet man anderen Peene-Begeisterten. Ob diese nun im Kanu, Motorboot oder Ausflugsschiff unterwegs sind, eines vereint sie alle: die Leidenschaft für Deutschlands naturbelassensten Fluss. Einen Fluss, der seinen Gästen eine umfangreiche Flora und Fauna bietet. Beim gemächlichen Dahingleiten entdeckt man immer wieder die heimische Tierwelt. Von beeindruckenden Greifvögeln über Pferde bis hin zu recht abgeklärten Störchen, die hier Jagd nach aufgeschreckten Fröschen machen. Auf geführten Bibertouren kann man in die Welt der sympathischen Nager eintauchen. Hier ist man wirklich auf Du und Du mit der Natur. Die urwüchsige, üppige Flora der Peene lässt einen manchmal vergessen, dass man mitten in Deutschland ist. Fast meint man, über den Amazonas zu gleiten. Selbstverständlich gibt es unzählige Möglichkeiten, die Peene beim gemeinsamen Baden ganz hautnah zu erleben. Zahlreiche Torfstiche bieten seltenen Wasserpflanzen und Tierarten einen idealen Lebensraum. Eine kleine Entdeckungstour mit dem Kanu lässt den Bootsurlauber förmlich eins werden mit dieser beeindruckenden Natur.
Ob man nun eine mehrtägige Tour durch das gesamte Revier oder einfach nur einen Tagesausflug auf Deutschlands naturbelassensten Fluss unternimmt, bei der Rückkehr in den Heimathafen bringt man unvergessliche Eindrücke mit. Die Peene, vom Kummerower See bis Usedom. Mit Sicherheit eines der schönsten Reviere, das man ganz individuell erkunden und genießen kann.